Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen vollständig entspräche, müsste sie anders aufgebaut sein, als sie aufgebaut ist. Dann müsste zum Beispiel der Verzehr der Eissorte Chocolate Fudge Brownie meinen Fitnesslevel erhöhen. Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen vollständig entspräche, müsste sie anders aufgebaut sein, als sie aufgebaut ist. Dann müsste zum Beispiel der Verzehr der Eissorte Chocolate Fudge Brownie meinen Fitnesslevel erhöhen. Oder wenn die Wirklichkeit vollständig meinen Wünschen entspräche, dann müsste die deutsche Bundesliga-Saison anders ausgehen, als immer mit dem gleichen Verein an der Spitze. Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen vollständig entspräche, dann müsste die Deutsche Bahn von Schweizern geleitet werden. Das tut sie nicht, die Deutsche Bahn und auch die Wirklichkeit nicht. Das einzusehen, dass die Wirklichkeit sich nicht nach unseren Wünschen richtet, gehört mit zum Prozess menschlicher Reife, also mit zum Erwachsenwerden. Manche Menschen sagen nun zu glaubenden Menschen, vor allem auch zu Christen, dass die diesen Reifeschritt noch vor sich haben. Dass sie also nicht damit zurechtkommen, dass die Wirklichkeit nicht so ist oder nicht immer so ist, wie sie sie gerne hätten. Und dass sie sich deswegen eine Fantasiewirklichkeit ausmalen. Ihr Glaube, so sagen diese Kritiker, sei Wunschdenken und eigentlich nur ein Konstrukt ihrer Vorstellungen von der Realität. Das ist ein ganz alter Vorwurf, speziell gegen den christlichen Glauben. Und den möchte ich mir in zwei Versionen anschauen. Die erste ist ein bisschen moderner und die zweite ist die klassische. Die erste, die etwas modernere Version, besagt, Gott sei eine Überfunktion unseres Hirns. Gott als Überfunktion unseres Hirns. Damit sind wir auf dem Gebiet der sogenannten Neurotheologie. Das ist eine Disziplin, die versucht herauszufinden, was denn im Hirn passiert, wenn Menschen religiöse Erfahrungen machen. Welche Hirnareale da zum Beispiel aktiv sind. Und ein Forscher, der das Ende des 20. Jahrhunderts eine Zeit lang sehr betrieben hat, war der kanadische Mediziner Michael Persinger. Der hat einen Helm konstruiert, den hat er seinen Probanden aufgesetzt, also Leuten, denen er vor die Frage gestellt hat, ob das auch okay ist, freiwillige Teilnehmer seiner Studie. Und mit diesem Helm hat er ganz feine elektromagnetische Impulse ins Gehirn dieser Probanden ausgesandt. Und einige dieser Leute haben hinterher gesagt, sie hätten in dieser Zeit religiöse Erfahrungen gemacht. Manche haben dann aus diesem Experiment geschlossen, aha, also ist der Glaube an Gott, den diese Menschen vertreten, letztlich nur ein Hirngespinst im wörtlichen Sinne, wenn man das doch anscheinend durch diesen Helm hervorrufen kann. Nun kann man so ein Experiment wie dieses auch hinterfragen. Heutzutage werden solche Experimente in dieser Form auch eigentlich nicht mehr gemacht, sind ziemlich aus der Mode gekommen, aber 1970er, 1980er Jahre war das eine Zeit lang schwer in Mode. Man kann das hinterfragen, ob das methodisch okay war. Es ist zum Beispiel im Grunde nicht wiederholbar. Vor allem kann man hinterfragen, dass dieser Michael Persinger den Leuten damals vorher gesagt hat, es kann sein, dass sie jetzt gleich religiöse Erfahrungen machen. Also das hat dann so einen kleinen Placebo-Effekt. Aber geschenkt, ja. Also trotz all der methodischen Schwächen, sagen wir mal, das Experiment hat ungefähr so funktioniert. Selbst wenn das so wäre, ist die Folgerung, also ist Gott ein Hirngespinst, ein logischer Kurzschluss. Und das möchte ich mal an einem Bild verdeutlichen. Stellen wir uns mal vor, ich könnte hier vor Ihnen, vor euch, die euch das anschaut, ein Fernsehgerät hinstellen und euch das Funktionieren dieses Fernsehgeräts bis ins Letzte erklären. Also das ganze Aufschrauben, die ganzen Schaltkreisplatinen und wie auch immer, alles das kann ich nicht. Also ich bin Theologe, ich habe nichts Anständiges gelernt, aber stellen wir uns vor, ich könnte das. Hätte ich damit bewiesen, dass Julian Nagelsmann nur eine Illusion ist? Ne? Der deutsche Fußballnationaltrainer, weil der manchmal im Fernsehen zu sehen ist. Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich das Funktionieren des Empfangsgeräts erklären kann, habe ich damit noch nicht über den Realitätsgehalt der Signalquelle etwas ausgesagt. Also das, was da zu sehen ist, ob das Anhalt an der Realität hat oder nicht, habe ich mit dem Funktionieren des Resonanzraums, Resonanzgeräts noch nicht erklärt. Selbst wenn ich in der Lage wäre, hier so ein Fernsehgerät hinzustellen und unsichtbar für meine Zuschauer einen winzigen Bluetooth-Sender in meiner Hosentasche hätte, der dann vor uns die Illusion einer Live-Übertragung eines Fußball-Nationalspiels erzeugt, mit Julian Nagelsmann an der Seitenauslinie, dann hätte ich damit noch nichts darüber ausgesagt, dass es niemals sonst Live-Übertragungen von Fußballspielen gibt. Dass ich die Illusion erzeugen kann, heißt nicht, dass es keine Realität gibt. Man kann es auch noch ein bisschen einfacher beschreiben mit einem anderen Bild. Das hat der Philosoph Daniel von Wachter, früher mal an der Universität München tätig, verwendet. Der hat gesagt, Zitat, das Essen eines Apfelstrudels erzeugt gewisse geistige Phänomene, wie zum Beispiel den Genuss von Rosinen.
die mit Hirnvorgängen einhergehen, die für Neurologen beobachtbar sind. Aber dass es diese Hirnvorgänge gibt und dass sie in bestimmten Bereichen des Hirns stattfinden, heißt natürlich nicht, dass der Apfelstrudel ein Hirngespinst ist. Zitat Ende. Das finde ich persönlich sehr beruhigend. Also, Gott als Überfunktion unseres Hirns ist ein logischer Kurzschluss. Aus solchen Experimenten, selbst wenn man sie methodisch okay fände, so etwas zu folgern, ist ein logischer Kurzschluss. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist eine etwas modernere Variante dieses Vorwurfs, Glaube sei Wunschdenken. Schauen wir uns jetzt die klassische Variante an. Das ist die zweite Variante, Gott als Konstrukt unserer Psyche. Gott als Ausdruck von Wunschdenken bzw. von Projektion. Damit sind wir auf dem Gebiet der klassischen Religionskritik des 19. Jahrhunderts. Und ihr erster prominenter Vertreter war Ludwig Feuerbach. Andere haben sich dann auf ihn berufen, Karl Marx zum Beispiel und Sigmund Freud. Ludwig Feuerbach hat das Wort Projektionstheorie so nicht verwendet, aber das Wort ist eine ganz gute Beschreibung seiner Gedanken. Die Projektionstheorie, kann man nämlich vereinfacht sagen, funktioniert ungefähr folgendermaßen. Also die Leute, die sie verwenden, sagen, Gott gibt's nicht. Und dass dennoch so viele Menschen an Gott glauben, liegt daran, dass das Menschen sind, die mit dieser Realität irgendwie nicht zurechtkommen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, Schwierigkeiten haben. Und weil sie mit diesen Schwierigkeiten nicht klarkommen, malen sie sich einen Gott an den Himmel, den es aber gar nicht gibt, sondern er ist eigentlich nur eine Projektion eines Menschen an den Himmel. Also ein Mensch wird ins Riesenhafte vergrößert und das wird dann als Gott angebetet. So ungefähr hat Ludwig Feuerbach das beschrieben. Also Menschen sind manchmal nett, Gott ist allgütig, Menschen sind ein bisschen wirksam, Gott ist allmächtig und so weiter und so weiter. Aber, so die Theorie, das Ganze ist nur Ausdruck von Wunschdenken, Projektion menschlicher Defizite und menschlicher Wünsche an den Himmel. Soweit die Theorie. Nun gibt es heutzutage jetzt nicht so viele Menschen, die Ludwig Feuerbach gelesen haben, aber diese Idee, Glaube sei Wunschdenken, also falsch, ist so ins kollektive Bewusstsein eingedrungen. Es gibt ganz viele Menschen, die das vertreten. Und ich glaube, dass diese Theorie auch enorme logische Probleme hat. Ich nenne mal drei Einwände, die ich gegen diese Projektionstheorie vorbringen würde. Der erste Einwand, die ganze Theorie sagt nichts über die Wahrheitsfrage. Also über die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, ob die Inhalte des christlichen Glaubens der Wahrheit entsprechen oder nicht. Sondern die Theorie setzt voraus, dass die Wahrheitsfrage negativ geklärt ist. Also, dass das Ganze unwahr ist. Die Theorie sagt gewissermaßen, also Gott gibt es nicht, kann ja gar nicht sein. Wie kommt es dann, dass dennoch so viele Menschen an ihn glauben? Kann das nicht damit zusammenhängen, dass diese Menschen Schwierigkeiten haben und deswegen projizieren sie sich einen Gott an den Himmel und das hilft ihnen irgendwie? Wenn man das schon voraussetzt, dass es Gott nicht gibt, dann ist die Sache mit der Projektion eine gute Erklärung. Nur sagt die Erklärung nichts darüber aus, ob es ihn gibt oder nicht, sondern es wird eben schon vorausgesetzt von diesen Leuten, dass es Gott nicht gibt. Denn natürlich passieren Dinge nicht deswegen, weil man sie sich wünscht. Also der Satz, hiermit habe ich Urlaub, wird den Urlaub nicht erzeugen. Oder hiermit habe ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen oder so. Hiermit habe ich eine Gehaltserhöhung, das wird alles nicht funktionieren. Dinge passieren nicht deswegen, weil man sie sich wünscht, das stimmt. Dinge passieren aber auch nicht deswegen nicht, weil man sie sich wünscht. Dinge passieren nicht deswegen nicht, weil man sie sich wünscht. Also es gibt keinen logischen Zusammenhang zwischen einem Wunsch und der Nichtwirklichkeit dessen, was man sich wünscht. Aber genau so scheint die Theorie zu argumentieren. Du wünschst dir einen Gott, also gibt es ihn nicht. Ich würde das als glaubender Mensch auch persönlich gar nicht leugnen, dass mir der Gedanke an Gott positive Gefühle verschafft. Natürlich kann Gott auch sehr herausfordernd sein, kann Dinge von mir wollen, die anstrengend sind. Aber grundsätzlich ist es ein positives Gefühl, Sinn, Geborgenheit, Hoffnung, gebe ich sofort zu. Nur folgt aus diesem Gefühl nicht, dass es ihn deswegen nicht gibt. Da gibt es keinen logischen Zusammenhang. Normalerweise ist es sogar so, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, das ist mein zweiter Einwand gegen die Projektionstheorie. Normalerweise ist es so, dass meine Bedürfnisse mir gerade Hinweise auf die Wirklichkeit geben. Das, wonach ich ein Bedürfnis habe, gibt mir einen Hinweis auf die Wirklichkeit. Ich habe zum Beispiel regelmäßig das Bedürfnis nach Flüssigkeit. Ich habe Durst. Das sagt mir etwas über meinen Organismus, über meinen Körper und es sagt mir auch etwas über die äußere Welt. Oder ich habe das Bedürfnis nach Sauerstoff. Oder wir Menschen haben soziale Bedürfnisse, wir brauchen die Begegnung mit anderen Menschen. Jedes dieser Bedürfnisse sagt uns etwas über uns selbst und auch über die äußere Realität. Warum soll das bei einem religiösen Bedürfnis auf einmal umgekehrt sein? Warum soll da gelten, du hast ein Bedürfnis nach Gott, also gibt es ihn nicht? Das wäre so, wie wenn man zu jemandem sagte, du hast Hunger, also gibt es kein Essen. Das wäre nicht sehr nett.
das zu sagen und es wäre jedenfalls auch nicht logisch. Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn man auch nur mal hypothetisch annimmt, es könnte sein, dass es einen Gott gibt, der die ganze Wirklichkeit gemacht hat und uns als Bewohner dieser Wirklichkeit, dann wäre es doch geradezu zu erwarten, dass wir als Bewohner dieser Wirklichkeit ein Bedürfnis nach Gott verspüren und dass wir merken, wir haben da ein Bedürfnis, das wird durch nichts in dieser Welt gestillt. Es bleibt immer so ein Rest Unruhe. Kann das nicht ein Hinweis auf Gott sein? Es ist kein Beweis für den Glauben an Gott. Es gibt ja genügend Menschen, die sagen, so ein Bedürfnis habe ich gar nicht. Aber wenn sie das Bedürfnis verspüren, finde ich, ist es zumindest ein Hinweis. Das habe ich mir übrigens auch nicht selber ausgedacht, sondern große Denker der Christenheit haben das immer schon so formuliert. Vor rund 1600 Jahren hat das der Theologe und Philosoph Augustin mal gesagt. In einem sehr berühmt gewordenen Gebet hat er gesagt, Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also so ein Bedürfnis kann genauso gut auch ein Hinweis sein, dass da mehr ist als das, was ich bisher gekannt habe. Das ist mein zweiter Einwand. Bedürfnisse können auch Hinweis auf die Wirklichkeit sein. Warum soll das bei einem religiösen Bedürfnis auf einmal nicht mehr gelten? Mein dritter Einwand lautet, der christliche Glaube, speziell der christliche Glaube, ist tatsächlich sehr attraktiv, so dass man sich wünschen kann, er möge wahr sein, aber zugleich durchkreuzt er unsere unterbewussten Erwartungen an die Wirklichkeit. Also er ist sehr attraktiv. Mir passiert es gelegentlich, dass ich mit Menschen darüber im Gespräch bin und sie sagen, das klingt wirklich gut, ich würde das eigentlich auch gerne glauben wollen. Also das gibt es. Zugleich durchkreuzt der Glaube, so wie er die Realität, so wie er Gott beschreibt, unsere unterbewussten Erwartungen an diese Wirklichkeit, so dass ich mir nicht leicht vorstellen kann, wie man sich sowas von selber ausdenkt. Und ich glaube, dass an dieser Stelle möglicherweise das größte Hindernis auf dem Weg zum Glauben liegen könnte für manche Menschen. Wenn Menschen sich mit dem christlichen Glauben beschäftigen und merken, es ist nicht so leicht zu glauben, die größten Hindernisse sind nicht immer auf der Ebene des Verstandes. Und das sage ich als jemand, dem die verstandesmäßige Auseinandersetzung über den Glauben extrem wichtig ist. Also für meinen eigenen Weg zum Glauben war das sehr wichtig, dass ich Menschen getroffen habe, die gesagt haben, guck mal hier, diese Gründe sprechen dafür und diese Einwände kann man so und so widerlegen. Der Satz, ach weißt du, das musst du halt glauben, hätte mir nicht geholfen. Also ich bin ein großer Freund der verstandesmäßigen Auseinandersetzung über Glaubensfragen. Ich merke nur im Gespräch mit Menschen, dass das nicht für alle das Entscheidende ist. Sondern für manche Menschen, wenn man mit ihnen diskutiert und argumentiert, merkt man, man kommt irgendwie an so eine Sperre und irgendwas sperrt sich in diesen Menschen und auch die besten Argumente scheinen nicht zu helfen. Irgendwas bremst das aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Etage tiefer liegt als unser Intellekt. Nämlich auf der Ebene der Bilder, der unterbewussten Bilder, die wir so mit uns rumtragen. Über die Welt, über Gott, über die Realität. Und diese Bilder können unterbewusst es Menschen leicht machen zu glauben, aber auch schwer machen zu glauben, sodass man noch so gute Argumente bringt, aber irgendwas in ihnen sagt, nee, das kann nicht sein, es kann nicht sein. Auch Nichtglaube kann in diesem Sinne also Projektion sein oder im wörtlichen Sinne eingebildet, also durch Bilder verursacht. Zum Teil sind das Bilder, die scheinbar auf den ersten Blick nichts mit Gott zu tun haben. Ich nenne mal ein Beispiel. Es könnte zum Beispiel das Bild sein, das jemand hat von Autorität. Und das formuliere ich jetzt bewusst ganz allgemein, damit es nicht zu persönlich wird. Aber wenn jemand zum Beispiel seinen Vater immer nur als abwesend erlebt hat, entweder physisch abwesend oder zwar physisch anwesend, aber geistig nicht da und uninteressiert und irgendwie nicht Teilnehmer des eigenen Lebens, und das nie anders erlebt hat. Und dann irgendwann als erwachsener Mensch in einen Gottesdienst kommt und den Satz hört, Gott ist dein guter Vater, der immer für dich da ist. Dann kann ich mir vorstellen, dass in einem solchen Menschen eine unterbewusste Stimme sagt, guter Vater, immer für mich da, das kann ja gar nicht sein. Das gibt's ja gar nicht. Das ist Quatsch. Also Bilder, die scheinbar nichts mit Gott zu tun haben. Es können auch Bilder von Gott selbst sein, die uns den Glauben schwer machen, so wie einem bisher Gott vermittelt worden ist. Ich stelle an dieser Stelle mal zwei gängige Bilder von Gott vor, so wie Gott in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft gerne präsentiert wird, bei denen ich verstehen kann, wenn Menschen mit Gott nicht so viel zu tun haben möchten. Das erste ist das Bild vom fernen Gott. Das zweite ist das Bild vom fordernden Gott. Das Bild vom fernen Gott ist relativ verbreitet in unserer Kultur. Das ist ein Gott, der existiert, aber darüber hinaus relativ wenig Einfluss zu haben scheint.
Und da muss man sich als Profi-Theologe so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also so wie offizielle kirchliche Kommunikation über Gott manchmal klingt, hat man den Eindruck, ja, den gibt's zwar, aber mit meinem persönlichen Leben hat der nicht so fürchterlich viel zu tun. Das ist dann was für Museumswärter oder Historiker, aber mit meinem Alltag? Also den gibt es, aber warum soll ich mich damit befassen? Das zweite ist das Bild des fordernden Gottes, also ein Gott, der hauptsächlich dafür zuständig ist, uns Dinge zu verbieten oder zu gebieten. Und auch daran sind die Vertreter der großen Kirchen, und das ist ja mein Verein, nicht ganz unschuldig. Denn wenn die in der Öffentlichkeit was über Glaubensfragen sagen, sagen sie meistens etwas darüber, was man als Christ, als Christin tun sollte oder nicht tun sollte. Und das ist jetzt völlig unerheblich, ob das konservative oder progressive Vertreter des Glaubens sind. Dann geht es dann eher um konservative oder progressive ethische Fragen. Aber die Idee ist immer, naja, Gott ist dafür zuständig, das, was alle netten Menschen sowieso sinnvoll finden, nochmal zusätzlich religiös zu untermauern. Und dann kommt so die Idee auf, ne, wie in der Grundschule, wo die Lehrerin fragt, was ist Religion? Meldet sich ein Schüler und sagt, Religion, das ist das, was man nicht darf. Und dann hat man den Eindruck, naja gut, also wozu brauche ich denn das? Es gibt noch eine Variante des fordernden Gottes, die ist noch ein bisschen weniger harmlos. Da wird ein Gott Menschen vor Augen gemalt, der zu Menschen gewissermaßen sagt, ich male vor dir eine millimeterbreite schnurgerade Linie auf. Und wenn du auch nur einen Deut nach links oder nach rechts abweichst, dann kriegst du schreckliche Probleme mit mir. Ich stelle Gebote auf, die niemand einhalten kann. Und wenn du sie nicht einhältst, wirst du schrecklich bestraft. Wenn Menschen einem solchen Bild von Gott begegnet sind, dann habe ich Respekt davor, wenn sie sich überhaupt noch mit Glaubensfragen auseinandersetzen, weil ich verstehen könnte, wenn sie sagen würden, entschuldige mal, ich bin jetzt erwachsen, ich lasse mich hier nicht unter Druck setzen. Also bei solchen Bildern von Gott kann ich es verstehen, wenn einem der Glaube schwerfällt. Meine simple Frage lautet nur, was ist, wenn Gott in Wirklichkeit ganz anders ist? Ganz anders als so. Ich kann an dieser Stelle nichts beweisen, ich kann an dieser Stelle nur etwas veranschaulichen. Und da möchte ich gerne noch ein paar Minuten Zeit mir dafür nehmen. Wenn ich als Christ von Gott rede, dann meine ich, dass der Gott, der die ganze Welt gemacht hat, der die ganze Wirklichkeit verursacht hat, der sich Berge ausgedacht hat wie das Matterhorn und Meere wie den Pazifischen Ozean, der uns alle geschaffen hat, die wir hier vor diesen Geräten sitzen, dass dieser Gott an einem Punkt der Geschichte des Universums beschlossen hat, dass er so groß wird. Gott wird ein Baby. Gott hat Hunger, Gott hat Durst, Gott muss schlafen. Aus dem Baby wird ein Junge, er lernt zu sprechen, er lernt einen Beruf. Aus dem Jungen wird ein junger Mann. Im Alter von ungefähr 30 Jahren tritt Jesus an das Licht der Öffentlichkeit und sagt zu den Menschen seiner Zeit sinngemäß, ihr denkt immer, Gott ist vor allem für die Menschen zuständig, die religiös und moralisch vorbildlich leben. Ich sage euch, Gott ist für jeden da. Und Gott hat ein besonderes Interesse an den Menschen, die meinen, dass sie ihm nicht genügen. Davon redet er und er verkörpert es. Er sucht Menschen auf, die gar nicht damit rechnen. Er geht zu Leuten hin, die überhaupt nicht mit ihm rechnen und denken, ich bin nicht qualifiziert, mit dir zusammen zu sein, baut sich vor diesen Menschen auf und sagt, komm mit, lebe mit mir, lass alles stehen und liegen, du kannst mit mir noch einmal ganz von vorne anfangen. Davon gibt es x Berichte im Neuen Testament, in dem zweiten Teil der Bibel, der von Jesus redet. Oder, dass Menschen auf Jesus zukommen. Zum Teil mit so ein bisschen unausgegorenen Vorstellungen. Und Jesus lässt sie an sich heran und liebt sie ohne Vorbehalte. Das zieht die Menschen seiner Zeit magisch an Jesus an. Irgendwann wendet sich das Blatt. Jesus wird den Menschen seiner Zeit unbequem, vor allem den religiösen und politischen Führungskreisen unbequem. Er wird verurteilt als vermeintlicher Verbrecher und Aufrührer. Er wird verprügelt und verspottet. Und dann muss er dieses schwere Holzkreuz auf den eigenen Schultern durch die Gassen der Stadt tragen, hinaus aus den Toren der Stadt, auf die Müllkippe vor den Toren der Stadt, wo die Hinrichtungen stattfinden. Und dann wird er an dieses Holzkreuz genagelt mit Armen und Beinen. Und dann wird das Ganze aufgerichtet. Und dann hängt er da und stirbt. Das soll Gott sein? Ja, das soll Gott sein. Und Christen glauben,
dass Jesus da nicht einfach nur hängt als ein zu Unrecht verurteilter, eigentlich gerechter Mensch, sondern dass er da hängt für uns an unserer Stelle, unsere ganze Gottverlassenheit, Kaputtheit, Entfremdung von Gott auf sich nimmt. Das soll Gott sein? Ja, Christen glauben, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, dass er zu neuem Leben auferstanden ist, aber dass in Jesus Gott selbst durch den Tod hindurchgegangen ist für uns. Einen solchen Gott kann man sich tatsächlich nicht ausdenken. Das glaube ich tatsächlich. Also wenn Gott so ist, wie er uns in Jesus begegnet, dann ist er zugleich ungemein attraktiv und ganz anders als die Größenfantasien, die die klassische Religionskritik dem christlichen Glauben vorgehalten hat. Ein Gott, der groß ist und mächtig, ja, aber der zugleich so groß ist, dass er sich leisten kann, ganz niedrig zu werden. So sehr liebt, dass er es sich leisten kann, sich selbst aufzuopfern. An solchen Glauben kann man sich nicht ausdenken. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn man eine Gruppe von Menschen bitten würde, setzt euch doch mal an einen grünen Tisch und entwickelt eine Religion, die total marktförmig ist und total plausibel, da würde nicht das dabei rauskommen. Und deswegen hat für mich an dieser Stelle das Gottesbild des christlichen Glaubens den Geschmack der Wirklichkeit. Das ist kein Beweis für den christlichen Glauben, aber es ist ein Grund, diesen Glauben in Betracht zu ziehen. Und es ist ein Bild von Gott, das helfen kann, unsere Bilder von Gott zu heilen und gerade zu rücken. Wenn ihr wissen möchtet, wie man das glauben kann, welche weiteren Gründe es dafür gibt, so etwas zu glauben, welche Auswirkungen dieser Glaube hat, dann empfehle ich nur die weiteren Videos an diesem Kanal und das Gespräch mit Menschen zu suchen, die selber sich als Glaubende verstehen. Danke fürs Zuschauen. Ich stelle Gebote auf, die niemand einhalten kann. Und wenn du sie nicht einhältst, wirst du schrecklich bestraft. Wenn Menschen diesem Gott, diesem Bild von Gott begegnet sind, ich sage den Satz nochmal,